Worum geht es heute? Es geht um das digitale Prüfen, die Konzepte, die Technik und die Praxis. Ganz kurz zu mir nochmal, warum bin ich hier? Ja, ich war nicht nur eben als Mitglied der Community Working Group und da Teil des Redaktionsteams, sondern ich bin auch wissenschaftlicher Leiter am Center für Lehr- und Lernservices hier in Aachen an der RWTH. Und unser Center, das umfasst im Augenblick so etwa 70 Personen, da kommen nochmal dieselbe Anzahl studentischer Hilfskräfte dazu. Also insgesamt haben wir so knapp 140 Mitarbeitende. Das klingt erstmal riesig, aber das liegt, glaube ich, nicht nur in der Natur der RWTH Aachen, sondern das liegt daran, dass die RWTH Aachen sich 2019 entschieden hat, viele Einzelservice-Provider zusammenzufassen. Das heißt, das, was bei vielen anderen Hochschulen in einzelnen Einrichtungen gemacht wird, ist bei uns alles unter dem Dach des CLS vereint, also die hochschuldidaktische Beratung, die E-Prüfungen, die Videoproduktion, auch das Campus-Management haben wir hier vor Ort, das Self-Assessment, die Evaluation von Lehrveranstaltungen, auch das ist bei uns im Center und so erklärt sich auch die Größe des Center. Ich glaube, wenn man an viele andere große deutsche Hochschulen gehen würde und da einfach mal zählt, wie viele Personen sind denn da beteiligt, dann ist die RWTH da gar nichts Besonderes mehr. Und natürlich soll es heute insbesondere um die E-Prüfungen gehen, die auch ein Service des Centers sind. Lasst uns zuerst über tatsächlich Begrifflichkeiten sprechen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Denn wenn wir über E-Prüfungen sprechen, dann hat man oft Personen, die mit demselben Begriff verschiedene Dinge meinen. Und deswegen habe ich mir die wichtigsten Begriffe für unseren Workshop mal rausgesucht, um zu klären, was meinen wir eigentlich damit. Und das sind die Begriffe der digitalen Prüfung, der E-Assessments, der E-Prüfung, der E-Tests und Quizzes, der Fernprüfung, der Scan-Prüfung und der hybriden Prüfung. Das klingt nach viel, ist jetzt auch ein bisschen zäh, aber ich versuche mal da relativ schnell durchzuwandern. Was ist eine digitale Prüfung? Die digitale Prüfung ist jede Form der kognitiven Leistungsmessung, ganz wichtig. Das grenzt sie ab zum Beispiel von einem 100-Meter-Lauf im Sport, wo eben mit einer digitalen Zeitmessuhr gemessen wird. Das würden wir nicht als digitale Prüfung bezeichnen. Bei der mindestens Teile der Durchführung in digitaler Form ablaufen. Die digitale Prüfung nimmt also eher die Studierenden als die Lehrenden Sicht ein. Natürlich kann ein Lehrender eine Prüfung mit Word vorbereiten, mit Word schreiben oder mit einem anderen Tool, das ein digitales Tool ist, aber das macht die digitale Prüfung nicht zur digitalen Prüfung, sondern eher die Studierendenperspektive. Die Durchführung aus Studierendensicht sollte digitale Bestandteile enthalten. Und das ist das Gleiche wie das, was im Englischen als E-Assessment bezeichnet wird. Unter die digitale Prüfung fällt also alles. Das heißt, alles, was wir ab jetzt auch noch definieren werden, sind eben die Unterkategorien der digitalen Prüfung. Die elektronische Prüfung ist ein Sonderfall. Das ist nämlich ein juristischer Begriff. Da kommen wir gleich noch dazu. Denn die elektronische Prüfung ist eine digitale Prüfung, bei der aber nicht nur die Durchführung digital sein muss, sondern auch die Vorbereitung und die Korrektur digital sein müssen und auch noch im selben Softwaresystem erfolgen müssen. Das wird meist als E-Prüfungssystem bezeichnet. Für unseren Schweizer Teilnehmenden, das ist für dich wahrscheinlich nicht so relevant, die Definition in der Schweiz ist eine andere, aber in Deutschland ist das eine stehende Definition des Prüfungsrechts. Denn die elektronische Prüfung, das ist ein prüfungsrechtlicher Begriff, der in verschiedenen Werken zum Prüfungsrecht definiert wird. Das obere hier, der Nihus Fischer Jeremias, das ist das Standardwerk zum Prüfungsrecht. Und da wird die E-Prüfung eben definiert. Aber also wenn man das liest, dann sieht man auch, dass die juristische Definition so der Zeit ein wenig hinterherhinkt. Die basiert nämlich noch sehr stark auf dieser Idee, E-Prüfung sind Multiple-Choice-Prüfungen, also Prüfung im Antwortwahlverfahren. Das ist heute nicht mehr so. E-Prüfungssysteme bieten sehr viel mehr an. Deswegen verändert sich die Rechtsauffassung da gerade. Weiterhin ist es so, dass das Recht annimmt, dass die elektronische Prüfung eine ist, die in einem integrierten E-Prüfungssystem abläuft. Das heißt, die Drittapplikationen zum Beispiel, wo man also sich an einen Computer setzt und dann zum Beispiel ein Word öffnet und da einen Text schreibt und danach eine PowerPoint-Präsentation erstellt und das beides dann hochlädt, ist nach deutschem Prüfungsrecht keine elektronische Prüfung, weil da eben verschiedene Softwaresysteme zum Einsatz kommen, um die Prüfung abzulegen. Deswegen kann man so grob dieses Schema aufmachen. Wir haben oben die Prüfung. Diese Prüfung zerfällt in die schriftliche Prüfung. Die kann analog und digital sein. Und ganz klar ist, dass alles, was keine elektronische Prüfung ist, aber trotzdem am PC abläuft und eben keine mündliche Prüfung ist, ist eine schriftliche Prüfung.
dann eben eine digitale schriftliche Prüfung, aber es ist eine schriftliche Prüfung. Das ist bei vielen schriftlichen Prüfungen aus meiner Sicht heikel, gerade bei Drittapplikationen, wenn Studierende zum Beispiel programmieren sollen, finde ich es schwierig, das als schriftliche Prüfung zu bezeichnen, wenn die eigentlich ein Werkstück abliefern. Das fällt sehr stark in den Bereich der praktischen Prüfung eigentlich schon hinein. Aber nach der aktuellen Auffassung ist das so. Dann haben wir die mündliche Prüfung, auch die kann analog oder digital sein. Wir haben die praktische Prüfung, die ist meistens analog, typischerweise zum Beispiel eine praktische Prüfung in der Medizin. Und wir haben dann eben die juristisch hervor- oder herausgehobene elektronische Prüfung, die ist immer digital. Und wenn man sich an dieses Schema hält, dann kommt man schon recht weit. Ich würde inzwischen, glaube ich, bei der praktischen Prüfung auch nochmal einen Pfeil zum Digitalen machen. Das hat sich aber noch nicht so etabliert wie bei den anderen. E-Tests und Quizzes sind im Kern auch digitale Prüfungen, oft auch E-Prüfungen, weil die in einem dezidierten System erfolgen. Aber mit den E-Tests und Quizzes, da bezeichnet man in aller Regel nicht die Abschlussprüfungen, die zum Ende eines Moduls dann eben gesetzt werden, sondern Prüfungen, die während des Semesters eben erfolgen, Tests, die erfolgen, um das Lernen formativ zu begleiten. Das sind die typischen Quizzes in Moodle, die man so während des Semesters macht. Aber auch zum Beispiel Befragungen in einer Lehrveranstaltung mit Audience Response Tools, auch das zählt dazu. Dann haben wir die Fernprüfung. Und wenn sie digital ist, eben die Online-Fernprüfung. Das ist eine digitale Prüfung, deren Durchführungsort von den Geprüften beliebig gewählt werden kann. Im Englischen ist das auch oft die Take-Home-Prüfung. Und dieses kleine Wörtchen beliebig hier, das ist eine entscheidende interpretatorische Sache, denn oft bezeichnet man auch Prüfungen, die in Prüfungszentren ablaufen. Zum Beispiel hat ja die Fernuniversität Hagen in Deutschland inzwischen, glaube ich, 13 oder sogar 14 Prüfungszentren. Und auch da sagt man oft Fernprüfung dazu, weil die eben nicht in der Hochschule, sondern irgendwo in Deutschland verteilt stattfinden. Aber inzwischen ist es dann doch so, dass wir in Deutschland sagen würden, dass wir seit der Pandemie sagen würden, die Fernprüfung, das ist die klassische Online-Fernprüfung, die Take-Home-Prüfung, wo jemand zu Hause sitzt und sich eben und eine Prüfung selbstständig bearbeitet. Das kann überwacht sein, das kann auch nicht überwacht sein. Wenn es überwacht ist, findet man oft eher die Fernprüfung als Begriff. Wenn es nicht überwacht ist, oft eher die Take-Home-Prüfung als Begriff. Das wird aber nicht durchgehalten. An der RWTH zum Beispiel sind alle Fernprüfungen auch Take-Home-Prüfungen. Und da wird das immer qualifiziert mit nicht überwachte Take-Home-Prüfung und überwachte Take-Home-Prüfung. Also gerade hier ist es total wichtig, dass man weiß, worüber man spricht. Also viele denken bei Take-Home-Prüfung an die nicht überwachte Take-Home-Prüfung. Das ist aber nicht an jeder Hochschule so. Deswegen ist das eine der wichtigsten Begriffsdefinitionen für mich. Die Scan-Prüfung ist, das haben wir vorhin auch schon gehört, ist eine Prüfung, bei der die Prüfungsmaterialien nach der Ablegung der Prüfung oder auch schon während, dazu kommen wir gleich noch, durch einen Scan digitalisiert werden. Das kann durch die Studierenden selbst passieren, wie bei der typischen Take-Home-Prüfung, aber auch durch Servicepersonal, wie beim TUM-Examen der Technischen Universität München, wo eben eine Prüfung dann auf Papier geschrieben wird, abgegeben wird und dann geht die durch den Scanner und dann wird die digitalisiert. So eine Prüfung ist aus meiner Sicht keine digitale Prüfung, weil dann die Prüfungsdurchführung eigentlich keinerlei digitale Elemente hat. Genauso wie oft auch bei der Scan-Prüfung die Studierenden zu Hause als Take-Home-Prüfung ablegen, wo sie dann ein irgendwie PDF zugeschickt bekommen, aber dann eigentlich alles eben auf Papier anfertigen. Auch das würde für mich nicht zwangsläufig zentral unter den Begriff der digitalen Prüfung fallen. Und zum Schluss die hybride Prüfung, da seht ihr schon, wir haben da 6a, das sind mehr als nur eine Definition. Das ist entweder das gleichzeitige Angebot derselben Prüfung in analoger und digitaler Form, wobei die Geprüften eine der beiden Varianten wählen. Die entscheiden sich also, ich gehe in den Prüfungssaal oder ich mache das als eben digitale Prüfung zu Hause. Das kann die hybride Prüfung sein. Es kann aber auch die Mischung von digitaler und analoger Bearbeitung innerhalb derselben Prüfung sein. Wenn also Studierende zum Beispiel einen Teil der Prüfung auf Papier absolvieren, einen anderen Teil am PC, dann spricht man auch davon einer hybriden Prüfung. Und schließlich kann es auch die Mischung mehrerer digitaler Bearbeitungsformen in derselben Prüfung sein. Zum Beispiel, wenn man eine E-Prüfung durchführt, wo die Studierenden aber zwischendurch die E-Prüfung verlassen sollen, dann eine Drittapplikation verwenden, um zum Beispiel irgendwas zu programmieren und dann in das E-Prüfungssystem zurückkehren, um dann da weiterzumachen. Auch das wird oft als hybride Prüfung bezeichnet. Also hier einer der größten Begriffswirrwarre, die wir finden. Was hat sich eigentlich wirklich verändert? Und wir können das an der RWTH ganz klar sehen. Das ist die Entwicklung der E-Prüfung an der RWTH.
Wir haben einen eigenen Prüfungspool, dazu kommen wir später nochmal, was das eigentlich bedeutet für eine Hochschule. Und da gab es, den haben wir eingerichtet in 2012, da haben wir die ersten 8 E-Prüfungen durchgeführt offiziell. Und seitdem ist das eigentlich fast linear angestiegen über die verschiedenen Semester hinweg. Wir haben ein eigenes E-Prüfungssystem programmiert, Dynexite, dafür, dass wir unter eigener Kontrolle in eigener Entwicklung haben. Und dann gab es natürlich jetzt im letzten Wintersemester einen massiven Anstieg auf 135.000 Einzelprüfungen. Vorher waren das so 20.000 in insgesamt 530 Prüfungen. Aber das gibt nicht das gesamte Bild wieder, sondern wir müssen die Y-Achse nochmal stauchen, denn wir haben auch Prüfungen in Moodle durchgeführt, vor allem die Scan-Klausuren, wo dann eben Personen hochladen sollten. Das heißt, insgesamt kamen wir auf über 1.000 digitale Prüfungen, die meisten davon Online-Fernprüfungen mit über 250.000 Einzelprüfungen eben von Studierenden. Und also man sieht hier schon, das ist kein exponentieller Anstieg mehr, das ist deutlich mehr. Also insofern an der Stelle hat sich massiv was verändert, ganz klar. Das waren vorher Prüfungen in Präsenz und wir gehen in der RWTH auch davon aus, dass wir nach der Pandemie wieder in die Präsenz zurückkehren. Und Prüfungen in der Präsenz sind ganz oft verbunden mit E-Prüfungssystemen. Die habt ihr schon genannt gerade. Das sieht an der ETH Zürich zum Beispiel so aus wie hier, ein riesiger E-Prüfungssaal. Da sitzen die Studierenden, eine ganze Menge von denen. Die haben Trennwände zwischen sich, die haben auch Trennwände vor sich. Das heißt, das Aufsichtspersonal hat Schwierigkeiten, auf die einzelnen Plätze zu schauen. Wer da täuschen will, man weiß nicht genau, wie gut das funktioniert, aber auf jeden Fall hat das Aufsichtspersonal hier, glaube ich, eine Menge zu tun. Wir sehen auch da unten den einen Lehrenden, der da offensichtlich gerade Unterstützung leistet. Also wir können schon so ein bisschen erahnen anhand dieses Bildes, wie viel Aufwand das ist. Der Aufwand, der bezieht sich auf Rauminfrastruktur, Platzbedarf, Sichtschutz, Klimatisierung, Lichtverhältnisse. Das Personal, da muss ein IT-Admin vor Ort sein, eine Prüfungsbetreuung, eine Fachaufsicht, auch die Hausmeister müssen natürlich da sein. Das ist die Hardware. Wir brauchen Endgeräte, wir brauchen Bildschirme, wir brauchen Bediengeräte, Maus und Tastatur. Wir brauchen Netzanschlüsse, Präsentationshardware oder man geht ein Bring-Your-Own-Device-Konzept. Das haben wir alle im Rahmen der Fernprüfungen, der Take-Home-Klausuren jetzt gemacht. Vieles davon ist am Notebook passiert. Vieles davon ist auch auf Papier und Bleistift passiert. Aber man braucht dann trotzdem sein Smartphone, um eben das Ganze einzuscannen. Also das heißt, wir haben eigentlich Bring Your Own Device gelebt. Und wenn man uns vor 18 Monaten gefragt hätte, könnt ihr euch vorstellen, Bring Your Own Device-Prüfung durchzuführen, dann hätten wir wahrscheinlich alle mit dem Kopf geschüttelt. Und dann sind wir auch schon bei der Software. Nämlich, wenn wir mit E-Prüfungssystemen prüfen oder auch Applikationen benutzen, dann müssen wir wissen, was das für ein Betriebssystem ist. Was wollen wir als E-Prüfungssystem verwenden? Ilias, Moodle, Dynexite, Wiseflow, andere E-Prüfungssysteme. Wollen wir mit Drittapplikationen prüfen? Liegen die vor? Gerade bei Bring-Your-Own-Device-Konzepten sind die installiert auf den Rechnern der Studierenden. Wollen wir Proctoring-Software einsetzen? Was brauchen wir eigentlich für eine Sicherheitsarchitektur, um auch die Datensicherheit zu gewährleisten? Was ist, wenn ein Rechner abstürzt? Dann darf nicht die ganze Klausur verloren gehen. Was ist, wenn ein Studierender uns dann hinterher sagt, ich habe bei der Aufgabe aber was anderes angeklickt? Das stimmt nicht. Dann müssen wir mir irgendwie beweisen können, dass er das angeklickt hat, was dann auch in der Prüfung dann eben hinterlegt worden ist. Hochgradig schwierig. Das hat den Alexander Schulz, auch Teil der Community Working Group, dazu bewogen, mal sich anzuschauen, wie teuer ist sowas eigentlich, wenn die eigene Hochschule ein E-Prüfungszentrum einrichtet oder mindestens einen Raum. Und die haben in dieser Studie kalkuliert, dass die Hochschule mit etwa 1,2 Millionen Erstinvestitionen für 150 Prüfungsplätze rechnen muss. Das wird etwas mehr, wenn man eine mobile Infrastruktur macht, wo also dieser Raum multifunktional genutzt werden kann und dann nur zu den Prüfungen eben mobile Endgeräte aufgestellt werden, dann wird es etwas teurer. Bei Bring Your Own Device wird es etwas billiger, aber nicht wirklich. Man liegt immer noch so ungefähr bei einer Million für die Raumkosten. Dann haben wir pro Jahr ungefähr 200.000 Personalkosten, Prüfungsbegleitung, IT-Admins, Hausmeister plus die Fachaufsicht, die eben auch da sein muss.
Und man muss auch immer eben berechnen, die Technik, die altert auch und die veraltert eben auch. Und deswegen kann man so alle 5 Jahre, das sagen uns die IT-Abteilung, kann man nochmal mit etwa 200.000 Euro Neuinvestitionen rechnen, um zum Beispiel Computer auszutauschen. Also das ist ein erheblicher Betrag, den Hochschulen da aufbringen müssen, um Präsenzprüfungen im Digitalen durchführen zu können. Was haben wir für Aufgabenformate in solchen E-Prüfungssystemen? Denn darüber wollen wir jetzt im ersten Teil sprechen, eben über die E-Prüfungssysteme. Das sind die hier, die ich euch hier mal aufgelistet habe. Wir haben da oben die eher geschlossenen Aufgaben, Multiple Single Choice, das kennt ihr alle. Die KPRIM-Aufgaben, die seht ihr hier rechts. Das ist eine Aufgabe, die mehr als nur eine Aussage enthält, die aber dann eben richtig oder falsch sein kann. Wir haben Zuordnungsaufgaben und Klassifikationsaufgaben. Da muss man bestimmte Elemente einer bestimmten Kategorie zuordnen. Wir haben Lückentextaufgaben, die werden auch Close-Aufgaben genannt. Die können im offenen oder geschlossenen Format stattfinden. Es kann also sein, dass man die Worte selbst eintippen muss. Es kann aber auch sein, dass man in die Lücken vorgegebene Worte aus einer großen Liste einfügen muss. Und wir haben sogenannte Bildannotations-Hotspot oder so Image-Map-Aufgaben, wo man auf einer Grafik bestimmte Dinge markieren und gegebenenfalls sogar annotieren muss. Das sind die eher geschlossenen Aufgaben, wo also relativ klar festgelegt ist, was passiert da. Dann haben wir die halboffenen Aufgaben, wo zwar die Studierenden Dinge eingeben können, aber sie können nicht beliebig eingeben. Das sind zum Beispiel Ergebniseingabe-Dinge, wo vorher eine Rechnung, zum Beispiel eine mathematische Rechnung auf Papier stattfindet und dann nur das Ergebnis eingetippt werden muss. Wir haben die echten Freitextaufgaben, wo es so komplett beliebig ist. Da geht es in die offenen Aufgabenformate hinein. Und wir haben die Scan-Aufgaben, die eigentlich den Freitextaufgaben ähneln, wobei nur eben der Freitext auf Papier erstellt wird und nicht eben dann an der Stelle digital. Und ich habe mal davon abgesetzt, ja so ein bisschen die fachspezifischen Aufgaben. Das sind so Programmieraufgaben, Formeleingabe, ne, sowohl mathematische wie auch chemische Formeln, Computeralgebra-Systeme, Buchungssätze für die Wirtschaftswissenschaften. Das sind so typischerweise Itemarten, die wir finden in E-Prüfungssystemen. Ich habe euch da unten mal eine Übersicht der E-Prüfungssysteme hinterlegt. Wenn ihr den Link anklickt, kommt ihr auf diese Liste. Die haben wir erstellt vor einiger Zeit. Wir freuen uns immer auf Input oder auch über Input. Wir überarbeiten diese Liste regelmäßig einmal im Semester. Und da findet ihr eine ganze Reihe von E-Prüfungssystemen mit den dort zur Verfügung stehenden Aufgabenformaten. Die ist nicht mehr 100% aktuell, zum letzten Mal aktualisiert vor 3 Monaten. Ungefähr vor 3, 4, 5 Monaten. Da kann man aber schon ungefähr sehen, was die einzelnen E-Prüfungssysteme so leisten können und was sie eben auch nicht tun. Und da findet ihr eben praktisch alles wieder, was wir gerade auf der Folie gesehen haben. Und jetzt muss man sich zum einen fragen, wie kriegen wir denn, also wenn man auf die niedrigste Stufe geht sozusagen, ich habe die Multiple-Single-Choice-Aufgaben da ganz bewusst ganz an den Anfang gesetzt, weil das so für mich immer so, ja, das ist so ein bisschen so das letzte Mittel, wenn man gar nicht mehr weiß, wie man seine Prüfung digitalisieren soll, dann macht man so ein bisschen Multiple-Single-Choice, das klappt irgendwie immer. Aber das ist nicht ganz so einfach. Um gute Multiple-Choice-Fragen zu generieren oder auch Single-Choice, ist eine durchaus gründliche Einarbeitung in Fragenkonstruktion und auch die Revision von Fragen notwendig. Also zu erkennen, wann ist eine Frage eine gute Frage, wann ist sie eine schlechte Frage und die dann auch generieren zu können, ist ganz wichtig. Warum immer dieser Unterschied Multiple-Choice, Single-Choice? Die heißen manchmal auch anders, nämlich Multiple-Choice, Single-Select oder so. Auch das gibt es. Das Multiple und Single, das bezieht sich in aller Regel darauf, wie viele Antwortalternativen kann die Person ankreuzen. Wenn sie mehr als nur eine ankreuzen kann, so wie wir das gerade bei den Prüfungsformaten, bei den Aufgabenformaten konnten, dann ist es eine Multiple Choice. Wenn sie eine aussuchen muss, dann ist es eine Single Choice. Und Lehrende machen das oft nicht. Also die zu uns in die Serviceeinrichtungen kommen, da freuen wir uns, die kriegen eine gute Schulung. Aber es gab eben auch ganz viele Lehrende, die jetzt im Rahmen der Pandemie einfach reingeworfen werden mussten. Und die haben Multiple-Choice-Fragen generiert, auch vollkommen zu Recht. Das ist aus meiner Sicht, ist das nach der Freitextaufgabe das, was am schnellsten geht und auch ganz gut zu machen ist. Und da haben wir hier in Aachen so eine Regelkunde entwickelt, wo wir einfach sagen, das ist das Mindeste, was wir unseren Kolleginnen und Kollegen nahebringen, wenn es um Multiple-Choice-Fragen geht. Also, die Multiple-Choice-Fragen sollten beantwortbar sein, ohne die Fragen oder die Antworten lesen zu müssen. Das heißt,
entweder muss man die Frage nicht lesen und kann sie trotzdem beantworten, oder man muss die Antwort nicht lesen und kann sie trotzdem beantworten. Also sowas wie, der Kölner Dom ist Punkt, 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 20 Meter hoch, 50 Meter hoch, 100 Meter hoch, ist keine gute Frage, weil man da beides lesen muss, um diese Frage beantworten zu können. Wie hoch ist der Kölner Dom? Ist gut. Wer das weiß, kann die Frage beantworten, auch ohne die Antwortalternativen zu sehen. Eine Frage wie, welche der folgenden Aussagen ist richtig? Der Kölner Dom ist so und so hoch. Der Kölner Dom ist so und so hoch, ist auch gut. Ganz wichtig. Keine Keywords, auch ganz wichtig, nie und immer. Man neigt als Lehrender dazu, solche Keywords zu verwenden. Das sind oft die falschen Antworten. Die Antwortalternativen sollten ähnlich lang sein, sonst gibt es Strategien, dass man immer die längste oder kürzeste nimmt, wenn man es nicht weiß. Das klappt auch oft. Sie sollten gleich plausibel sein, ganz klar, sonst hat man eine Antwortalternative, die man direkt ausschließen kann, dann bräuchte man sie gar nicht zu geben. Es gibt Systeme, gerade beim Live-Testing, wo man das in der Lehrveranstaltung macht, wo man die Position der richtigen Antwort selbst einstellen muss. Da sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man es gleich wahrscheinlich macht. Denn man neigt dazu, die richtigen Antworten nicht an die erste und nicht an die letzte Stelle zu setzen, sondern irgendwo in die Mitte. Da sollte man unbedingt darauf achten. Wir sollten die Antwortalternativen nicht zu ähnlich machen. Also wenn es Antwortalternativen gibt, die sich nur durch das Wörtchen nicht unterscheiden, das ist keine gute Antwortalternative. Sollten wenige Wortwiederholungen geben, also sowas wie, der Kölner Dom ist in seiner letzten Ausbaustufe und das taucht dann immer wieder auf, macht nicht so viel Sinn. Dann würde man eher fragen, wie hoch ist der Kölner Dom in seiner letzten Ausbaustufe? Und dann hat man eben Antworten, die einfach nur also die numerischen Antworten sind. Möglichst wenig Negationen. Wir empfehlen 4 oder mehr Antwortalternativen. Und wenn man sich entscheidet, Multiple Choice zu machen, dann sollte man die Anzahl der korrekten Antworten mitteilen. Das ist von uns ein ganz zentraler Beratungspunkt. Das sollte man deshalb machen, weil sonst die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort von der Neigung der Studierenden abhängt, wie ihr Kriterium ist für, ich kreuze das an. Es gibt Studierende, die sind sehr progressiv unterwegs und die sagen, ich weiß es nicht genau, also kreuze ich mal Ja an. Es gibt genauso Studierende, die an derselben Stelle, nämlich ich weiß es nicht genau, sagen würden, dann kreuze ich es lieber nicht an. Und wenn man dann nicht sagt, wie viele korrekte Antworten, also wie viele Antworten korrekt sind, dann benachteiligt oder man bevorteilt man diejenigen, die allein aus ihrer Persönlichkeitsstruktur heraus vorsichtiger oder progressiver agieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber selbst wenn man diese Regelkunde einhält, dann kennen wir ja alle die Kompetenzpyramide. Ich habe hier mal ein etwas ausgearbeiteteres Modell genommen. Wir sehen aber hier rechts die typischen Dimensionen, das Erinnern, das Verstehen, das Anwenden, das Analysieren, das Evaluieren und das Kreieren. Und dann findet man hier so auf den Stufen so eben die verschiedenen Verben, die man damit assoziieren kann. Und wenn man sich mal anschaut, wo sind wir eigentlich? Nicht nur mit den Multiple-Choice-Aufgaben, sondern mit ganz vielen der Aufgabenformate in E-Prüfungssystemen, dann ist das eher hier. Wir sind beim Erinnern, wir sind beim Verstehen vielleicht, aber schon beim Anwenden wird es schwieriger. Wir haben vorhin die Buchungssätze gesehen oder auch diese erste pilotierende Anwendung von Computeralgebra-Systemen. Da geht es etwas höher. Aber bei ganz vielen der klassischen Aufgabenformate sind wir eher im Bereich der unteren Kompetenzen. Und die Frage ist, ob man sich da aufhalten will. Denn wenn man sich das sogenannte SEMA-Model anguckt von Ruben Puente-Dura, dann ist dieses SEMA-Model eines, das sagt, was macht eigentlich Digitalisierung? Und Digitalisierung kann an der Stelle entweder substituieren, das heißt, wir ersetzen einfach Analoges durch Digitales. Zum Beispiel eine Multiple-Choice-Klausur, die wir eben nicht mehr auf Papier rausgeben, sondern als E-Klausur. Das ist die Ersetzung. Dann haben wir die Ergänzung. Da haben wir einen leichten funktionalen Zugewinn. Dadurch, dass wir den Computer benutzen, zum Beispiel bei der freien Texteingabe, können wir es als Lehrende plötzlich lesen, was die Studis da schreiben. Das wäre eher das A. Dann haben wir die Modifikation. Da erlaubt uns Technologie, tatsächlich Aufgaben neu zu gestalten. Und dann haben wir ganz auf der höchsten, hier auf der untersten Stufe, das, wo wir eigentlich hinwollen, zur Redefinition, nämlich wenn tatsächlich Technologie uns neue Aufgaben erlaubt.
die vorher so eigentlich gar nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel Programmieren in einer Klausur. Vorher auf Papier nahezu unmöglich. Also zumindest was eben längere Programmierprojekte anbetrifft. Und bei ganz vielen der typischen E-Prüfungssystemaufgaben sind wir noch nicht auf einer der unteren Stufen, sondern da geht es nur darum, eigentlich zu ersetzen Dinge, die man auch auf Papier machen könnte. Und deswegen muss eigentlich immer die Frage für uns sein, wollen wir eigentlich mit E-Prüfungssystemen in der aktuellen Ausgestaltung prüfen? Ein guter Startpunkt, um auf diese beiden unteren Ebenen zu kommen, ist für mich in der Beratung von Lehrenden immer die Assessment Toolbox der Uni Bern. Die findet ihr einfach bei Google, wenn ihr eingibt Assessment Toolbox Bern, dann kommt ihr auf eben dieses Tool. Da kann man anklicken, was man tun möchte, wie groß die Stichprobe ist, was das Prüfungsformat sein soll, wie wir Feedback geben wollen und welche Aufgabentypen wir berücksichtigen wollen. Und dann gibt einem das Tool als Antworten darauf verschiedene Vorschläge über Prüfungsformen. Das haben unsere Lehrenden hier an der RWTH als extrem wertvoll erlebt, weil man sich einfach selber so ein bisschen orientieren kann und auch damit spielen kann und gucken kann, was ändert sich denn, wenn ich jetzt noch einen anderen Aufgabentypen dazu nehme, welche Prüfungsform, welche Assessmentform kommt denn dazu, beziehungsweise welche fällt vielleicht auch weg. Meine dringende Empfehlung an Lehrende, die sagen, boah, Multiple Choice, irgendwie ist das alles nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Assessment Toolbox ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Und jetzt geht es an die Prüfungsportfolios. Was ist das? Und ist das eigentlich gut? Ein Prüfungsportfolio ist eine digitale Sammlung von Leistungsartefakten. Diese werden anhand klarer Vorgaben entwickelt. Und das Prüfungsportfolio mit seinen Leistungsartefakten soll die Erreichung festgelegter Lernziele und den Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen dokumentieren. Der Witz am Prüfungsportfolio ist, dass das nicht an einem Tag erstellt wird, sondern oft über ein gesamtes Semester hinweg oder über einen Zeitraum hinweg. Das heißt, wir sind sehr weit weg von der klassischen Abschlussprüfung. Das hat rechtliche Implikationen. Da müssen Prüfungsordnungen unter Umständen geändert werden, die um solche Prüfungsportfolios zuzulassen. Prüfungsportfolios sind ein sehr beliebtes Mittel im Lehramt, aber ja, wir müssen sagen, in anderen Bereichen nur so zum Teil. Man findet Prüfungsportfolios und auch digitale Prüfungsportfolios inzwischen überall. Wir sehen hier ein paar Beispiele, Mathematik, Ingenieursausbildung, Sprachenlernen, dann haben wir hier die Medizin, wir haben die Lehrerausbildung, wir haben die Physik, wir haben hier, glaube ich, die Wirtschaftswissenschaften und hier nochmal Chemie. Also Prüfungsportfolios kommen in allen möglichen Fachrichtungen zum Einsatz, auch nicht nur in der Schule, wo sie eigentlich mal hergekommen sind, beziehungsweise in der Lehramtsausbildung, sondern auch inzwischen in anderen Fächern. Aber man muss sagen, wenn man nach solchen Portfolios sucht, die meisten Treffer findet man fürs Lehramt. Traditionell werden solche Portfolios nicht ersetzend, sondern ergänzend zu summativen Abschlussprüfungen eingesetzt. Wir sind also noch nicht auf den untersten Ebenen des SEMA-Models, wo wir sagen, wir kippen alles um, was wir vorher gemacht haben und machen wirklich ein komplett neues Prüfungsformat, sondern eben also Portfolios dienen in aller Regel während des Semesters der Leistungserhebung und können dann zum Beispiel Punkte bringen für eine Abschlussklausur. Sie werden noch relativ selten wirklich als einziges Klausurformat eingesetzt. Denn sie ermöglichen vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, die formative Steuerung des Kompetenzerwerbs, vor allem dann, wenn die abgegebenen Leistungsartefakte immer wieder überprüft werden durch die Lehrenden oder auch gegenseitig durch die Studierenden, dann kommt es natürlich zu einer ständigen Rückmeldung und das erlaubt den Studierenden dann eben nochmal ihr Lernen anzupassen. Sie eignen sich auch und vor allem auf höheren Kompetenzebenen. Denn da können so Dinge reinkommen wie Essays, Programmieraufgaben, chemische Experimente, die man irgendwie dokumentieren muss zum Beispiel. Also all das kann, also ein klassischer Laborbericht, all das kann Teil so eines E-Prüfungsportfolios werden. Da sieht man aber auch schon, der Aufwand für Lehrende ist durchaus beträchtlich, wenn man sich den Anspruch setzt, ich möchte das alles kontrollieren, was sie da abgeben. Dann ist man unter Umständen jede Woche oder alle zwei Wochen dabei und kontrolliert mehrere Dutzend oder vielleicht sogar 100 Prüfungsaufgaben. Das ist praktisch nicht zu leisten. Also insofern, das ist eine Herausforderung. Was wir sehen, wenn wir uns anschauen, wie ist das eigentlich bei den Studierenden? Dann sieht man, dass die Effektivität von Portfolios und damit auch von Prüfungsportfolios ganz maßgeblich von der Qualität und Art des Feedbacks abhängt.
wenn die Studierenden einfach nur das Prüfungsportfolio sammeln über das Semester hinweg und dann wird am Ende das Ganze geprüft, ergibt sich praktisch keine Leistungsveränderung. Einfach deshalb, weil die Studierenden ja nach bestem Wissen und Gewissen Dinge abgeben und gar nicht merken, wo sie denn Lücken haben, die sie adressieren müssen. Erst wenn Feedback zum Einsatz kommt und das auch hilfreich ist, dann haben wir tatsächlich eine echte formative Kraft. Und wenn man das so macht, dann sehen wir auch tatsächlich in verschiedenen Studien, dass der Einsatz von Portfolios während einer Lehrveranstaltung spätere Prüfungsleistungen in Abschlussprüfungen tendenziell verbessert. Studierende sind oft skeptisch, wenn man das zum ersten Mal einführt. Deswegen muss man das intensiv einführen, erklären, transparent machen. Da kommen wir wieder auf die Transparenz, die wir vorhin besprochen haben. Was wir aber sehen, ist dann, wenn man Prüfungsportfolios tatsächlich als Abschlussleistung einsetzen wollen würde, dass die Qualität der Beurteilung recht gut übereinstimmt mit Abschlussnoten. Das heißt, das Prüfungsportfolio erlaubt dem ernsthaft und seriös korrigierenden Lehrenden tatsächlich eine sehr gute Einschätzung der Leistungsfähigkeit der Studierenden, die sich nicht maßgeblich unterscheidet von dem, was man auch in der Abschlussprüfung herausfinden würde. Also das ist eine gute Sache, aber eben viel Aufwand. Jetzt hört man oft, ja, Moment mal, also diese Leistungsartefakte, die sind oft Take-Home, und zwar Take-Home nicht überwacht. Und damit haben Sie doch die bereits von euch beschriebenen Herausforderungen, nämlich Täuschungen vor allem. Die Zusammenarbeit, wo die Studierenden gar nicht zusammenarbeiten sollen. Richtig, aber weil so ein Prüfungsportfolio oft aus Dutzenden solcher Leistungsartefakte eben entsteht, die sehr individuell sein können, ist der logistische Aufwand für echte Täuschungen immens. Denn wenn man sich vorstellen würde, für so eine Abschlussprüfung, gerade im Take-Home-Setting, vielleicht einen Mathematikstudenten zu finden, der einem die Abschlussprüfung schreibt, das mag noch relativ einfach sein. Diesen Mathematikstudenten zu finden über ein ganzes Semester für 10 verschiedene Prüfungen, das wird schwierig. Also man hat tatsächlich auch empirisch eben an der Stelle herausgefunden, dass die Portfolioprüfung das Ausmaß von Täuschungsversuchen deutlich reduziert. Trotzdem, der Täuschungsversuch beim Portfolio ist die Gruppenarbeit. Dass Studierende eben gemeinsam arbeiten, sich Hilfestellungen geben, wechselseitig nicht abschreiben lassen, das würdet ihr relativ schnell erkennen, ist auch manchmal aufwendig, gerade dann, wenn Aufgaben individualisiert werden. Aber da ist die Gruppenarbeit ist eines der stärksten Täuschungsversuche, wenn sie nicht erlaubt wäre an der Stelle. Insofern, wenn wir zum Selmer-Model kommen, die Portfolioprüfung eine sehr gute Sache, insbesondere dann, wenn wir Aufgaben leicht verändern wollen, aber auch auf der letzten Stufe tatsächlich eine Prüfungsleistung am Ende abzuschaffen und durch ein Portfolio zu ersetzen. Eine sehr, sehr gute Idee, das so zu machen. Okay, ich wollte mit euch jetzt auf ein Prüfungsformat gehen, das so ein bisschen diesen Bereich der Modifikation anspricht. Da können wir schon Aufgaben deutlich verändern. Aber wir sind noch nicht dabei, eine komplette Prüfung umzukippen. Und das sind die sogenannten Scan-Prüfungen. Bei den Scan-Prüfungen, da muss man sich ganz klar die Frage stellen, ist das eigentlich ein Corona-Hotfix oder ist das ein Zukunftsmodell? Da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf. Aber zuerst, warum sind eigentlich Scan-Prüfungen sinnvoll? Und warum vor allem, also an der Stelle sind Scan-Prüfungen nicht nur im Online-, im Fernprüfungskontext von Bedeutung, sondern möglicherweise auch in der Präsenz. Es gibt verschiedene Hochschulen, die setzen im Rahmen von Präsenz, von digitalen Präsenzprüfungen auch auf digitale Eingabegeräte, zum Beispiel zur Formeleingabe. Das ist eine der typischen Dinge, die immer im Bereich der elektronischen Prüfung mit E-Prüfungssystemen vorgebracht wird. Man kann keine Formeln eingeben. Und wenn man Formeln eingeben lassen möchte, dann erfordert das unter Umständen, ja, Kompetenzen, die über das reine Herleiten von Formeln hinausgehen, nämlich eben die Formeleingabe. Wenn man da so Dinge benutzt wie LaTeX zum Beispiel oder eine bestimmte Formelsprache, die muss man erstmal lernen, bevor man Formeln eingeben kann. Also das ist alles nicht so schön. Und deshalb sind verschiedene Hochschulen, wie zum Beispiel auch die ETH Zürich, den Weg gegangen und haben gesagt, wir ergänzen Tablets an allen Prüfungsplätzen und geben Studierenden so die Möglichkeit, mit einem digitalen Stift, so iPad-artig, eben Formeln einzutragen. Und da gibt es inzwischen Forschung dazu. Ich habe euch mal 2 Artikel hier eben rausgesucht, beide von Frau Gerd, die eben untersucht haben, wie unterscheidet sich denn das Bedienverhalten von Tablets von dem eines einfachen Stücks Papier. Und da kommt man in diesen beiden Untersuchungen klar auf den Hinweis deutlich. Die Niederschrift auf Tablets muss eingeübt werden, bevor sich ähnliche Performancen ergeben wie bei der Verwendung von Papier.
Heißt also auch hier wieder Constructive Alignment. Man kann nicht in der Lehrveranstaltung auf Papier Dinge herleiten lassen und die Leute dann in die Prüfung schicken und sagen, so, jetzt ist hier Tablet angesagt. Das geht nicht. Das Tablet muss eingeübt werden. Und selbst wenn es eingeübt wird, ist je nach Tablet, also ist das ein Tablet mit eingebautem Bildschirm oder ohne, schreibt man unter Umständen auf einer Fläche, wo man nicht sieht, wo man schreibt. Wie verhält sich die Oberfläche des Tablets? Gibt es eine Eingabeverzögerung? Wie gut werden Striche tatsächlich fortgesetzt? Wie präzise ist das Tablet? Also es gibt massive Unterschiede auch zwischen den einzelnen Tablet-Herstellenden, sowohl im Preis wie auch in der Bedienfunktionalität. Das muss alles geklärt sein. Insofern Tablet-Prüfungen sind möglich, erfordern aber erst also erhöhten technischen Aufwand und sind zweitens für Studierende nach wie vor schwierig umzusetzen, weil sie die Tablets einfach nicht gewohnt sind. Deshalb haben wir, also deshalb könnte man jetzt hergehen und sagen, die Scan-Prüfung, die viele von uns, das habt ihr auch gerade am Anfang bei der Abfrage, was habt ihr eigentlich schon mal ausprobiert, habt ihr oft die Scan-Prüfung genannt, die könnte man doch eigentlich jetzt auch plötzlich mal nutzen, um diesen Nachteil der digitalen Eingabe ausmerzen zu können, um zum Beispiel Skizzen anfertigen zu können und so weiter. Was wir gemacht haben, also an der RWTH, ist, wir haben gesehen, dass das Einscannen mit Smartphones, wir hatten eine Anleitung dazu, wir haben Moodle als Upload-Tool benutzt und das hat so moderat gut funktioniert. Also warum, zeige ich euch gleich. Denn Scan-Prüfungen waren für uns erstmal nur ein Corona-Hotfix. Wir können mit sowohl iOS als auch Android mit Bordmitteln solche Scans anfertigen. Unter iOS, da ist es, glaube ich, die Notizen-App. Unter Android ist es die Google Drive-App oder auch die Fotos-App lässt es inzwischen auch zu. Nicht jedes Android-Gerät hat Google Drive, aber Fotos kann man auf jeden Fall runterladen. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, eben Dinge mit dem Telefon abzufotografieren und dann in ein PDF zum Beispiel umwandeln zu lassen. Das Ganze funktioniert nicht ohne Schulung der Studis. Wir haben dafür extra Videos erstellt und eine Anleitung erstellt, um das eben zu demonstrieren, wie das funktioniert. Die Videos stehen bei uns frei zur Verfügung. Das heißt, es konnten sich alle Studierenden anschauen. Es gab auch einen Test, einen Testprüfungsraum, wo der Upload geübt werden konnte, auch wieder mit dem Smartphone. Und die Studierenden wurden eben vor den Klausuren darauf hingewiesen, bitte üben Sie es ein vorher. Das hat ganz gut funktioniert, aber trotzdem sind wir vor mindestens zwei größere Probleme gestoßen. Erstens waren, obwohl wir die Tools relativ klar vorgegeben hatten, ne, wir haben gesagt, iOS Notizen-App und Android Google Drive oder auch Fotos. Und wenn man eben diese beiden Apps benutzt, dann ist das Ergebnis relativ kalkulierbar in Bezug auf die Dateigröße. Jetzt gibt es aber Apps, Scan-Apps, die man als App runterladen kann und da kann man die Qualität der Fotos einstellen. Da gab es Studierende, die haben mit 120 Megapixel Smartphones haben die Fotos gemacht, weil die sich gedacht haben, dann kann man auch das letzte I an einer mathematischen Formel noch bestens erkennen. Und dann kamen da Upload-Größen raus von 400 oder 500 Megabyte. Und das muss man erstmal hochladen. Das muss man auch von zu Hause erstmal hochladen. Und dann gab es panische Anrufe eben bei unserem Moodle-Team, die gesagt haben, Moodle reagiert nicht mehr und so weiter. Und dann ist nach einiger Nachforschung dann eben aufgefallen, ja, also die Person hat ausprobiert, da ein halbes Gigabyte hochzuladen. Das dauert einfach von verschiedenen Internetanschlüssen relativ lange. Das heißt, das ist keine vernünftige Methode. Auch der Upload mit Moodle hat nicht immer perfekt funktioniert. Dann haben Studierende gedacht, ist das wirklich in Moodle da? Ich schicke es trotzdem nochmal per Mail. Dann waren die Mailpostfächer der Lehrerin verstopft und so weiter und so fort. Also es ist zu allen möglichen Problemen gekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen kein reines Upload-Tool, sondern wir wollen, dass unsere E-Prüfungs-App dieses Scan selber durchführt. Dafür haben wir die Teleskop-App eben also erstellt. Man kann zu jeder Aufgabe im E-Prüfungssystem eine Teleskop-Anbindung machen. Das heißt, man kann eine Aufgabe zum Beispiel per Multiple-Choice beantworten lassen oder auch per Ergebniseingabe und dann sagen, Sie mussten für die Erzeugung des Ergebnisses vermutlich bestimmte Berechnungen anstellen oder Herleitungen oder einen Code aufschreiben oder eine Skizze anfertigen. Die können Sie jetzt auch noch hochladen. Wenn die Studierenden da dann draufklicken, dann werden sie auf ihr Smartphone umgeleitet.
Das Smartphone dient dann als Fotoapparat. Das läuft alles in der Scan-App ab. Man sieht das auch da unten. Es gibt exakt zwei Knöpfe, nämlich die Auswahl der Kamera und das Foto aufnehmen. Dann kann man nach dem Review des Fotos das Foto noch einmal anschauen und dann hochladen. Und dann taucht das in der Klausur auf. Ist eben also beliebig sortierbar durch die Studierenden. Man kann die Fotos auch wieder löschen. Man kann neue Fotos hochladen und so weiter. Das heißt, die sind Teil der Aufgabe und werden hier relativ übersichtlich dargestellt, sodass man auch immer prüfen kann, habe ich wirklich alle Zettel hochgeladen? Auch das war ein größeres Problem, dass Studierende gesagt haben, Moment, meine Seite 4 ist irgendwie gar nicht korrigiert worden. Und stelle sich raus, es gab da irgendwie in dem Upload zweimal die Seite 3 und dafür keine Seite 4. Das kann alles hier natürlich an der Stelle nicht mehr so einfach passieren. Also eine integrierte Lösung, mit der wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber was ist, wenn wir in die Präsenz zurückkehren? Da sieht das typischerweise so aus wie hier. Das ist einer der kleineren E-Prüfungsräume an der RWTH. Man sieht schon, auf dem Tisch ist nicht mehr viel Platz. Sollen Studierenden wirklich in E-Prüfung, in der Präsenz, ihr Smartphone rausholen und da Fotos machen? Und es wird noch schwieriger, wenn wir im Platz sehr viel stärker begrenzt sind. Da müssen wir noch mal gucken, was machen wir denn da? Also haben wir überhaupt Platz, irgendwie da Dinge hinzustellen, wenn die Studierenden eben nicht ihr eigenes Smartphone benutzen sollen, die es ermöglichen würden, Dinge hochzuladen. Also haben wir eine Scan-App eben, einen Scan-Apparat erstellt, den Herr Gerards hier gerade demonstriert. Der sieht so aus. Den haben wir selber bei uns in der RWTH erzeugt. Da gibt es eine A4-Auflagefläche. Da hinten steckt ein ganz kleiner Mini-Rechner drin. Der übernimmt aber direkt auch die Klausurstellung. Das heißt, die Klausur läuft auf eben diesem Gerät ab. Man braucht keinen eigenen PC mehr. Und dann kann man eben wieder aus unserem E-Prüfungssystem, genauso wie das eigentlich mit dem Handy geht, kann man diesen Apparat bedienen. Der Apparat hat keinen einzigen Knopf. Es geht alles aus dem E-Prüfungssystem. Und so kann man eben in eine E-Prüfung noch Materialien hinzuladen. Und dieser QR-Code, den ihr da oben seht, der dient eben dazu, wenn der einmal eingescannt ist, dann ist der verbraucht sozusagen, dann kann nur noch derjenige Studierende dieses Blatt einlesen. Das heißt, das Blatt kann nicht mal eben unterm Tisch weitergegeben werden zum Nachbarn, sondern es ist sichergestellt, dass ein Blatt wirklich nur in eine einzige Klausur eingelesen werden kann. Das ist unser Scan-Device. Wir haben uns einfach deshalb entschieden, ein solches System selber zu bauen, weil wir zum einen die Kosten gescheut haben, die normalerweise mit solchen Geräten, also mit solchen Dokumentenscannern einhergehen. Wir wollten, dass das Ding komplett geräuschfrei arbeitet. Wir wollten eine sehr geringe Stellfläche. Wir wollten trotzdem eine relativ hohe Auflösung. Und wir haben gesagt, wenn wir schon Stellplatz auf einem Tisch durch dieses Ding verbrauchen, dann wollen wir da keinen PC mehr stehen haben. Und deshalb haben wir uns eben gesagt, wir bauen das Ding selber und liegen da so pro Gerät bei unter 200 Euro. Ich glaube, das ist ein eben sehr, sehr interessantes Ding. Das adressiert auch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich mit Studierenden, die kein Smartphone eigentlich besitzen, die gerade im Chat gestellt worden ist. Ganz, ganz klares Ding. Die RWTH setzt voraus, dass das Smartphone zur Grundausstattung von Studierenden gehört. So haben wir uns da so ein bisschen rausgewunden. Wir haben dann aber gesehen, es gibt hinreichend viele Studierende, die einfach kein geeignetes Smartphone hatten, um hinreichend qualitativ hochwertige Fotos zu machen. Deswegen haben wir einen Verleihservice eingerichtet. Da haben wir 150 Tablets, also kleinere Tablet-PCs, das waren Surface Go Tablets, die haben eine ganz okay Kamera und die konnten Studierende für ihre Prüfungen ausleihen. Die konnten sie einmal fürs ganze Semester ausleihen, mussten sie dann aber für die Prüfungen zurückgeben und haben dann für Prüfungen situativ eben diese Geräte nochmal ausgeliehen. Das heißt, alle die kein eigenes Smartphone hatten, konnten sich so ein Ding ausleihen. Die FU Berlin, weiß ich, hat exakt dasselbe gemacht. Da hat auch, ich glaube, der Asta sogar dort einen solchen Verleihservice eingerichtet. Also das hat an der RWTH ganz gut funktioniert. Heißt aber auch, dass die Hochschule Rechner bereitstellen muss an der Stelle. Und das ist natürlich ein erheblicher logistischer Aufwand, gerade in der Pandemie, auch ne, Kontaktzeitvermeidung und so weiter, nicht gerade optimal. Wir glauben aber, und also gerade aus dem Grund, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Studierende alle das ein geeignetes Smartphone haben, weil wir auch nicht wollen, dass sie während einer Klausur ein Smartphone rausholen, zumindest während einer Präsenzklausur, wollten wir so ein Gerät entwickeln. Um eben auch noch nicht auf eben digitale Geräte umsteigen zu können.
Das bringt uns direkt, die Scan-Prüfung bringt uns direkt zu den Fernprüfungen. Ein ganz kurzer Input, bevor wir dann in unsere nächste gemeinsame Arbeitsphase einsteigen. Fernprüfungen, oft auch Take-Home-Prüfungen genannt, lassen sich entweder mit Überwachung und ohne Überwachung durchführen. Ohne Überwachung ist die klassische Take-Home-Prüfung, aber es gibt eben auch die Take-Home-Prüfung mit Überwachung. Wie die Überwachung ablaufen kann, da kommen wir im Teil zum Proctoring nochmal dazu. Ganz wichtig ist, dass natürlich bei diesen Take-Home-Prüfungen, gerade bei den Nicht-Überwachten, dass dort jedem, also allen Lehrenden klar ist, da kann getäuscht werden, was das Zeug hält. Und Studierende haben sich zumindest an der RWTH als die kritischsten Gegner der Take-Home-Klausur herausgestellt. Weil ganz viele Studierende uns, aber auch dem Prorektor für Lehre bei uns eben geschrieben haben, ich fühle mich total ungerecht behandelt. Ich will keine Take-Home-Klausur ohne Überwachung, weil ich weiß, dass Kommilitonen planen zu täuschen. Die haben WhatsApp-Gruppen eingerichtet, die haben Cloud-Dienste eingerichtet, um eben Dateien zu teilen und so weiter und so fort. Und ich möchte eigentlich ehrlich sein, ich möchte nicht täuschen, aber ich fühle mich so stark benachteiligt, dass ich eigentlich keine andere Möglichkeit sehe, als mich auch jetzt an so einer Täuschungsgruppe zu beteiligen. So, also das heißt, auch Studierende sagen, nee, Täuschungskontrolle ist gut, das wollen wir eigentlich. Das ist eigentlich schon sehr okay. Und dann haben sich eben also verschiedene Lehrende an der Stelle überlegt, okay, wie schaffen wir es bei einer Take-Home-Prüfung ohne Überwachung trotzdem, es möglichst gut zu gewährleisten, dass die Studierenden wenig täuschen. Und da kam eine Lehrende eben auf die Idee zu sagen, ja, ich mache die Klausur einfach so voll, dass die gar nicht zu schaffen ist. Die können gar nicht abgucken, weil die so viel Zeit brauchen, um alleine jede Aufgabe anzukreuzen, dass die das alles gar nicht schaffen. Das nennt sich dann Speed-Klausur. Und sie hatte so eine High-Speed-Klausur irgendwie im Sinn. Das macht natürlich keinen Sinn. Also eine Speed-Klausur ist dann geeignet, wenn es um Wissen geht, wenn es um Ankreuzen geht. Aber wenn es um Nachdenken geht, dann kann man keine Speed-Klausur machen. Also so sollte man es nicht machen. Generell ist aber überhaupt die Frage, wie ist es denn mit Take-Home-Prüfungen? Also was sagt denn uns die Empirie zu solchen Fernprüfungen? Ich bin immer einer, der schaut zuerst mal in die Literatur, was es da so gibt. Was man sieht, ist, dass wenn Studierende Take-Home-Prüfungen machen sollen, vor allem solche ohne Überwachung, ist die Vorbereitungsintensität und die Vorbereitungszeit niedriger als für Präsenzprüfungen. Dafür sieht man, dass die Dauer der Leistung und auch die Leistung selber in Take-Home-Exams gerade ohne Überwachung häufig höher sind. Das heißt, die brauchen länger, die erzielen da aber auch bessere Leistungen. Und jetzt sind wir natürlich als Lehrende sofort dabei und sagen, Moment mal, brauchen länger, die erzielen bessere Leistungen, wenn wir sie nicht überwachen. Woran könnte das liegen? Und in der Tat ist es so, dass wir tatsächlich Studienergebnisse haben, die uns sagen, das hat möglicherweise auch mit Täuschungen zu tun. Denn wenn man experimentelle Designs aufsetzt, wo Studierende als erste Prüfung in einem Semester entweder eine nicht überwachte Take-Home-Prüfung oder eine überwachte Präsenzprüfung schreiben. Und dann schickt man die in einer zweiten Prüfung im Semester beide Gruppen in eine überwachte Präsenzprüfung, dann erzielen diejenigen Studierenden, die ihre erste Prüfung nicht überwacht geschrieben haben, deutlich schlechtere Leistung. Und da ist natürlich auch klar, warum. Es wurde vermutlich darauf gesetzt, dass man nicht erlaubte Mittel benutzt, die hat man benutzt und konnte so die Leistung ein bisschen nach oben bringen. Aber wenn man dann in die zweite Prüfung geht und all das plötzlich nicht mehr funktioniert, ja, dann ist man der Gekniffene. Lehrende gehen dann oft so vor, dass sie sagen, ich möchte eigentlich bei diesen Take-Home-Exams, gerade bei den nicht überwachten Take-Home-Exams, meine klassischen Wissensprüfungen nicht mehr einsetzen. Das macht keinen Sinn mehr, weil eine Aufgabe, die man in 5 Sekunden googeln kann, ist keine gute Aufgabe für eine nicht überwachte Prüfung. Deswegen müssen sie aber auch erheblich höheren Aufwand investieren bei der Erstellung von Aufgaben. Ob das die Art der Aufgabe ist, dass man kompetenzorientiertere Aufgaben stellt oder ob man plötzlich Aufgaben parametrisiert oder ob man für dieselbe Klausur einen riesigen Aufgabenpool erzeugt und dann für jede und jeden Studierenden dort eine Klausur individuell zufällig zusammenstellen lässt, egal was man macht, der Aufwand ist höher. Zudem muss man gerade bei Take-Home-Prüfungen den Zeitrahmen sorgfältig wählen. Wir haben es gesehen, die Leute brauchen länger. Und das auch dann, wenn sie nicht täuschen. Die brauchen trotzdem länger, weil natürlich der heimische Kontext ist kein Prüfungskontext. Studierende sind extrem kritisch. Das ist hier dieser untere Artikel, der ist von einem Studierenden mitgeschrieben worden. Wir haben ja aus
aus Mainz, ne, du kennst es, es ist schwierig für die Medizin, die Studierenden sind die kritischsten dabei dieser Artikel bestätigt das nochmal ganz, ganz klar, was auch Jenny vorhin schon mal angerissen hat, nämlich eben die Tatsache, dass Studierende das nicht wollen. Die wissen, meine Kommilitonen täuschen, ich möchte es eigentlich nicht und ich fühle mich total benachteiligt. Deswegen gehen manche Hochschulen her und sagen, Ehrenerklärung. Super Idee, wir lassen Ehrenerklärungen unterzeichnen und dann haben sich die Studierenden moralisch verpflichtet, dort eben nicht zu täuschen. Das klappt nicht so richtig gut. Wir sehen später noch mehrere Beispiele. Ich kann nur sagen, Ehrenerklärungen sind aus meiner Sicht komplett wirkungsfrei. Zumindest bei den Studierenden, die täuschen wollen, sind sie wirkungsfrei. Deswegen kommt eine Studie schon im Jahr 2012, als in den USA die Take-Home-Prüfungen schon gang und gäbe waren, zu dem Ergebnis, dass gerade das Täuschen, dass gerade das nicht zulässige Verhalten die größte Herausforderung für uns Prüfende ist, die nicht überwachtes Take-Home-Prüfung, nicht überwachtes Take-Home-Testen implementieren wollen. Ganz klar. Und hier seht ihr nochmal nur eine Auswahl von Prüfungsskandalen. Es gab die Skandale vor allem, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch an den größten renommierten Hochschulen, den USA, Harvard, Duke, die sich vorher was darauf eingebildet haben, dass sie einen Code of Honor hatten, einen Ehrenkodex, und gesagt haben, umso Studierende, die täuschen noch nicht, natürlich tun sie das. Das ist aber auch in Deutschland passiert. Das ist an der Hochschule Neu-Ulm beispielsweise passiert. Studis haben da im Homeoffice abgeschrieben und sind durchgefallen. Das ist in Sydney passiert. Da wurden fremde Personen beauftragt, Prüfungen zu schreiben. Ja klar. Und wir sehen hier rechts unten, Studierende tauschen sich sogar in Foren darüber aus. Sag mal, täuscht ihr eigentlich? Und dann geht das sehr schnell weiter, dass dann ganz praktische Hinweise dafür kommen, wie man das eigentlich macht. So. Die Täuschungsmethoden, denen wir in der Praxis begegnen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber wenn man sich die anguckt, die am weitesten verbreitet sind, dann sind das die drei hier. Es werden unerlaubte Materialien genutzt, die man eigentlich nicht nutzen darf. Es wird Kollaboration verabredet, zum Beispiel werden Aufgaben geteilt. Wir hatten einen Bericht, nicht von der RWTH, aber einer Hochschule aus NRW. Da haben die Studierenden hatten die eine Dropbox aufgesetzt und dann haben die sich ein Screenshot-Tool installiert, bei dem man durch eine bestimmte Tastenkombination sofort einen Screenshot machen konnte. Und dann wurde dieser Screenshot in der Dropbox abgespeichert und alle anderen hatten Zugriff auf die Screenshots. Und da hat dann eben auch das Erstellen von Aufgabenpools nicht mehr so viel gebracht, weil über die Klausurzeit hinweg lagen da plötzlich Fotografien von allen möglichen Aufgaben und da haben sich natürlich auch mal Aufgaben gedoppelt. Und das ist passiert. Das sind reale Dinge, die da passieren. Das ist die verabredete Kollaboration. Komplexere Maßnahmen sind relativ selten. Dass Studierende da also wirklich Hacking betreiben, dass sie versuchen, die Prüfungsplattform zu hacken, dass sie sehr, sehr technisch aufwendige Dinge an ihren eigenen Rechnern tun, das kommt eher seltener vor. Was wir insgesamt feststellen müssen, ist, es gibt eine große, große Forschungsnotwendigkeit, die wir adressieren müssen, insbesondere dann, wenn es um eben Cheating geht. Und das muss dringend passieren, weil wir eigentlich, also vieles von dem, was ich euch berichtet habe, war jetzt empirische Evidenz. Aber wenn man wirklich mal reingräbt und versucht, sich auch anzuschauen, wie ist es eigentlich an deutschen Hochschulen, dann ist alles, was man hört, ist im Wesentlichen empirische Evidenz oder Zeitungsartikel. Und das kann so nicht bleiben. Wir brauchen da also Forschung dazu. Dann starten wir jetzt in unsere Diskussion der Täuschungskontrolle. Da geht es aus meiner Sicht so ein bisschen um auch technologische Aufrüstung, weil wir alle kennen ja die Täuschungsversuche aus der Präsenz. Und wir alle haben auch gesehen, dass es natürlich gerade bei den Fern- und Take-Home-Prüfungen ist das Ausmaß der Täuschungsmöglichkeiten massiv erhöht. Deswegen habe ich euch einfach mal eine Begriffsklärung bei der Täuschungskontrolle mitgebracht. Täuschungskontrolle besteht im Wesentlichen aus drei Aspekten. Der erste Aspekt ist die Täuschungsvermeidung. Da geht es um Maßnahmen zur Erschwerung von Täuschungen, die die Lehrenden vor einer Prüfung bereits ergreifen können. Zum Beispiel ist die Portfolioprüfung eine solche Maßnahme, weil da einfach die Logistik für Täuschungen so viel schwieriger wird.
oder auch das Ausgeben von mehreren sehr ähnlichen Varianten derselben Prüfung, wo dann, wenn Studierende einfach abschreiben, dann wird klar, die haben eine sehr ähnlich klingende Aufgabe einer anderen Person abgeschrieben. Es gibt auch die Kompetenzorientierung, soll immer wieder dazu dienen, Täuschungsversuche zu erschweren, indem man einfach sagt, wir siedeln eine Prüfung auf so hohen Kompetenzebenen an, dass es nicht viel Sinn macht, dort eben zu täuschen, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet. Das alles sind Maßnahmen zur Täuschungsvermeidung oder Täuschungserschwerung. Dann haben wir die Täuschungsüberwachung. Das ist einfach die Beobachtung während der Prüfung. Das haben wir immer schon gemacht. Wo dann hoffentlich eben Täuschungsversuche auffallen. Das kann analog sein, dass wir einfach durch die Bänke gehen und sowas wie hier rechts den Spickzettel dann auch einfach an der Stelle erkennen. Das kann aber auch natürlich digital sein, Proctoring-Software, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und schließlich haben wir Maßnahmen zur Täuschungsaufdeckung. Denn wenn eine Täuschung stattgefunden hat, die wir unter Umständen nicht erkannt haben, können wir möglicherweise Maßnahmen ergreifen, die den Nachweis einer Täuschung auch nach einer Prüfung noch ermöglichen. Zum Beispiel, indem wir Freitextantworten durch einen Textvergleich durchlaufen lassen, durch eine Plagiatsprüfung durchlaufen lassen, wo dann sehr schnell auffällt, dass verschiedene Studierende eben dieselbe Sache da aufgeschrieben haben. Und wenn wir dann sicher sind, die haben das nicht irgendwo aus dem Internet kopiert, wie das bei einer Open-Web-Klausur zum Beispiel möglich wäre, sondern die haben wirklich voneinander abgeschrieben, dann wäre das eine gute Maßnahme zur Täuschungsaufdeckung. Über diese drei Dinge sprechen wir, wenn wir über Täuschungskontrolle sprechen. Und ich glaube, dass man das sehr gut voneinander trennen muss, weil das völlig unterschiedliche Maßnahmen erfordert. Wir sind deshalb an der RWTH mal hergegangen und haben, als es mit den Fernprüfungen losging, Täuschungsszenarien analysiert und haben dort eine Analyse vorgenommen, die sich den Anwendungskontext angeschaut hat. Also handelt es sich um Täuschungsszenarien, die für die Präsenz realistisch sind oder für die Distanz oder für beides. Wir haben uns die Prüfungsform Form angeschaut, mündlich oder schriftlich. Wir haben uns den Aufwand für Studierende angeschaut, niedrig, mittel oder hoch. Wir haben uns Möglichkeiten für Lehrende zur Kontrolle angeschaut und wir haben uns Möglichkeiten angeschaut, wie man denn eigentlich eine Sicherstellung betreiben kann, im Sinne von Beweismittelsicherung betreiben kann, wenn es um Täuschungen geht. Und dieses Dokument, das findet ihr auch bei euch im Workbook-Sammler. Und ich kopiere einfach nochmal unseren Sammler direkt in die Liste, in den Chat hinein. Dann sind auch alle die vorher aus dem Chat jetzt nochmal rausgeflogen sein sollten, wären jetzt wieder drin. Ich gucke gerade nochmal. Nee, das scheint ganz gut zu funktionieren. Genau. So, und da seht ihr jetzt diese Analyse von Täuschungsszenarien. Was wir gemacht haben für diese Täuschungsszenarien ist, wir haben umfangreich recherchiert. Wir haben uns Online-Quellen angeguckt, zum Beispiel so typische Studieboards. Wir haben uns aber auch die wissenschaftliche Literatur angeschaut und haben dann ein Review eben all dieser Quellen durchgeführt. Was wir zusätzlich gemacht haben, ist, wir haben die Hilfskräfte des CLS, habt ihr ganz am Anfang gehört, das sind deutlich im zweistelligen Bereich, die haben wir mal zu einer Probeprüfung eingeladen, zu einer videoüberwachten Probeprüfung. Und haben dann denen gesagt, täuscht mal bitte, was das Zeug hält. Ihr schreibt euch auf, wann ihr das gemacht habt. Und wir schauen, was wir entdecken. Und da müssen wir sagen, das war zum Teil ernüchternd, wie wenig wir gesehen haben und wie viel die getäuscht haben. Daraufhin haben wir unsere Empfehlungen verändert. Wir haben die Empfehlungen für die Positionierung der Kamera verändert und so weiter und so fort. Trotzdem gehen wir davon aus, dass einzelne dieser Täuschungsszenarien immer noch sehr, sehr gut möglich sind. Wir haben das dann auch vor den Prüfungen innerhalb der RWTH veröffentlicht. Das hat bei einzelnen Lehrerinnen zu einem Sturm der Entrüstung geführt, weil die einfach gesagt haben, jetzt unterstützt die RWTH die Studierenden beim Täuschen. Und da haben wir gesagt, ja, tun wir, aber das tun wir ganz bewusst, weil wir bei unseren Lehrenden festgestellt haben, dass dort das Wissen um die Methoden, um die Verfahren, um die Varianten längst nicht so verbreitet war, wie es bei den Studierenden verbreitet ist. Also Lehrende kannten bestimmte Methoden gar nicht, die von Studierenden offen in Studieboards diskutiert werden. Deswegen haben wir gesagt, der Informationsvorsprung liegt auf Seiten der Studierenden.
Die kennen das alles schon, was wir da aufgeschrieben haben. Wir müssen unsere Lehrerinnen fit machen. Das tun wir am besten, indem wir Druck aufbauen, dass sie sich das mal angucken. Was haben wir dort gesehen? Wir haben zunächst mal Täuschungsversuche ohne Beteiligung Dritter analysiert. Das waren bei uns die analogen Spickzettel. Das klappt für die Präsenz wie auch für die Distanz. Wir haben die Täuschung während der Toilettenpause. Das geht auch in Präsenz wie auch in Distanz. Das hat Lehrende dazu veranlasst zu sagen, es gibt keine Toilettenpausen während meiner Take-Home-Prüfung. Also während einer videoüberwachten Fernprüfung. Das heißt, das Mittel, das Studierende sehr häufig benutzen, in der Präsenz, sollte dann in der Fernprüfung plötzlich unterbunden werden. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ist auch gar nicht durchsetzbar. Da kam es tatsächlich zu solchen Ideen, dass man gesagt hat, bei einer wirklich 120-minütigen Prüfung dürfen die Studierenden nicht mehr aufs Klo gehen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir haben manipulierte Prüfungsmaterialien eben gesehen, dass dort Formelsammlungen ergänzt wurden und so weiter und so fort. Und wir haben dann eben gerade bei den digitalen Fernprüfungen gesehen, dass auf dem Hauptbildschirm des Endgeräts, an dem die Studierenden ihre Prüfung geschrieben haben, dass da einfach andere Dinge eingeblendet worden sind. Da wurde bei Google gesurft und so weiter und so fort. Das kriegt man nur mit etwas erhöhtem Aufwand mit. Gerade dann, wenn man den Bildschirm, wenn man die Kamera hinter die Studierenden aufstellt, sieht man zwar ein bisschen des Bildschirms, das Bild ist aber oftmals so klein und man kann trotzdem noch durchfarben und so weiter dafür sorgen, dass zum Beispiel der Bildschirmhintergrund nicht sichtbar, weil in sehr kleiner Schriftart einem da an der Stelle Informationen liefert. Also das ist relativ schwierig zu überwachen. Wir haben dann die Einblendung von Inhalten auf einem zweiten Bildschirm des primären Endgeräts gesehen. Also Studierende haben zwei Bildschirme angeschlossen, einen vor sich, einen so ein bisschen zur Seite. Und dann hat man auf dem zweiten Bildschirm schön groß einen riesigen Spickzettel gehabt. Das kann man relativ gut dann überwachen, wenn man die Kamera hinter den Studierenden aufstellt. Wir haben natürlich auch die Inhalte eines anderen Endgeräts gesehen, weil dann sind die beiden Endgeräte vollkommen unabhängig. Da haben Studierende dann ihre Kamera so aufgestellt, dass die relativ weit von oben kam. Und an der Wand im Fernseher, der außerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera lag, waren dann Spickzettel eingeblendet. Das kann man natürlich vermeiden, indem man am Anfang die Studierenden einfach einmal bittet, die Kamera einmal durch den Raum zu schwenken. Das hat dann wieder Datenschutzfragen. Und natürlich können Sie einfach über einen Fußschalter das Ding auch wieder einschalten. Also das ist ausgeschaltet und wenn dann die Kamera einmal gezeigt wurde, dann richten Sie es wieder so ein, dass die Wand nicht mehr zu sehen ist und dann wird der Fußschalter betätigt. Was wir auch gesehen haben, tatsächlich bei einem unserer Studierenden, die wir um Täuschung gebeten hatten, der hatte eine Prüfungsbearbeitung komplett aufgezeichnet. Der hat sich dann bei der Prüfung dasselbe angezogen, hat dann relativ am Anfang der Prüfung umgeblendet auf den Videostream, bei dem er so getan hat, als würde er die Prüfung bearbeiten. Aber in Wahrheit ist er in seinem Raum rumgelaufen und hat alle möglichen Sachen gemacht. Wir haben es aber nicht gesehen. Weil es einfach so aussah, ja, der schreibt seine Prüfung. Der hat auch mal so auf den Bildschirm geguckt und so. Und weil er auch wusste, dass es eine Dynex, also dass es eine Prüfung mit unserem E-Prüfungssystem sein würde, wusste er genau, wie der Bildschirm aussehen muss. Und dann hat er das einfach eingeblendet. Also ne, der hatte dann eine der Probeklausuren genutzt, der Demo-Prüfungen genutzt, um eine echte Prüfungsdurchführung zu simulieren. Also das ging dann schon relativ weit. Das haben wir in der Praxis so, glaube ich, nicht gesehen. Wir haben dann die Täuschungsversuche mit Beteiligung Dritter. Das ist das Abschreiben der Lösungen von Dritten, ganz klar. Das ist dann, wenn sich Dritte versteckt im Raum befinden. Das haben wir tatsächlich einmal erlebt bei Fernprüfungen, wo wir Studierende in Indien für ein Auslandsstudium an der RWTH durch einen Sprachtest geschickt hatten. Da hat sich die Mutter unter dem Tisch befunden und hat dann offenbar irgendwie eingeflüstert. Und das hat man aber gehört, dass da irgendwie was war. Also das heißt, das ist keine vollkommen abwegige Idee. Man könnte aber auch hergehen und die Bildschirminhalte und sogar das Computeraudio in einen anderen Raum übertragen. Da sitzt jemand in der Küche, man zieht einmal ein langes Kabel in die Küche und dann sieht er genau, was da passiert. Und eben in Verbindung mit der Steuerung des Endgeräts des Geprüften durch diesen Dritten, der am Küchentisch sitzt, können Sie nie feststellen, was da passiert. Der hat die Hände auf der Tastatur, der simuliert Tasteneingaben und dann aber die echten Tasteneingaben finden durch die Person in der Küche statt. Da braucht man dann wirklich sophistizierte Software, die dann eben analysiert, passt die Akustik im Raum zu dem, was gerade auf dem Bildschirm abläuft. Dann haben wir natürlich wenn eben Dritte sich im Raum befinden, die können einflüstern. Ja, wenn die Studierenden ihr Mikrofon abschalten, dann können die sogar laut sich miteinander unterhalten. Wenn man da so sitzt, dann sieht man das nicht mal, dass auch der Studierende spricht. Oder man kann einfach einen Rückkanal haben, ne, diese,
diese In-Ear-Kopfhörer sind inzwischen so klein, dass man die nicht mehr notwendigerweise sieht. Man kann auch immer behaupten, das ist ein Hörgerät. Und dann sieht man nicht mal, dass da ins Ohr dann eben eingesprochen wird. Wir haben das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, nämlich den Austausch von Informationen mit Dritten, Messenger-Dienste oder Cloud-Dienste, wo dann wirklich Dateien ausgetauscht werden. Das ist dann eben der Austausch einer ganzen Prüfungsdatei und schließlich natürlich sozusagen der heilige Gral, wenn man einfach dritte Personen in eine Prüfung schickt und die nicht eben selber ablegen lässt, dann auch da ist einiges möglich. Und da würde ich auch durchaus mal bezweifeln, ob das in der Präsenz immer so auffällt. Also wir haben auch aus der Präsenz genügend Berichte, auch aus internationalen Kontexten, wo einfach Studierende sich in Präsenzprüfungen hineinsetzen, um die Prüfung für eine andere Person eben abzulegen, wenn die Haarfarbe und Haarlänge auch nur ansatzweise passt. So genau ist das Passfoto nicht. Das sind die Täuschungsszenarien, die wir gefunden haben, ergänzt durch welche, die eben aus der Community kamen. Wir kriegen regelmäßig noch Hinweise, mit denen wir dieses Dokument ergänzen. Einfach immer mit dem Zweck, die Lehrenden dafür zu sensibilisieren, was Studierende allen Ernstes tun. Das sollte man wissen, um eben dem auch sinnvoll begegnen zu können. Oder sich dann auch informiert gegen eine Fernprüfung entscheiden zu können. Okay. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, das sind Täuschungsversuche ohne die Beteiligung Dritter und wir haben dann an der nächsten Stelle nochmal die Täuschungsversuche mit Beteiligung Dritter. Hier ein alter Kupferstich, das ist der sogenannte Schachtürke, wo eine Maschine aufgebaut worden ist, die eben scheinbar Schach spielt, aber in Wahrheit ist es ein Profischachspieler, der eben in diesem Kasten sitzt und die Züge in Wahrheit durchführt. Das ist bei Studierenden auch relativ einfach denkbar. Was wir daraus ableiten müssen, ist ganz klar, die Täuschungsmöglichkeiten in der Präsenz sind sehr viel kleiner als in der Distanz. Einfach deshalb, weil die Studierenden, zumindest dann, wenn sie im Homeoffice die Prüfung ablegen, über eine fortgesetzte Kontrolle des Raums verfügen. Sie können den Raum schon vorher vorbereiten und das öffnet natürlich verschiedensten Versuchen Tür und Tor. Deswegen kommt man auf die Idee, warum lassen wir uns nicht beim Prüfen in Fernprüfungen technisch unterstützen? Und das ist dann das sogenannte Online-Proctoring. Die Teilnahme an Prüfungen findet dann mit spezieller Software statt, die eben die Täuschungsüberwachung und die Täuschungsaufdeckung übernimmt. Die Software ermöglicht dazu dann Aufzeichnungen in verschiedenster Form, da kommen wir gleich noch drauf, und ist auch oftmals bei verschiedenen Anbietern mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, sodass dann eben diese Software in der Lage ist zu sagen, die Tastendrucke, die ich gerade höre aus dem Raum, entsprechen nicht den Tastenanschlägen, die da gerade in der Software ablaufen. Oder der auffällt, wenn ein Studierender sehr oft seine Blickrichtung verändert. All das kann solche Software tun. Deswegen werden im Allgemeinen vier verschiedene Level des Online-Proctorings voneinander unterschieden. Der erste Level ist der, den ganz viele Hochschulen gemacht haben, nämlich Videokonferenzen. Oft mit bis zu 50 Studierenden, wo dann immer mal wieder stichprobenartig eine Person großgezogen wird, da man ein bisschen überwacht und dann wird die wieder kleingesetzt. Das entspricht sehr, sehr gut dem, was man auch im Hörsaal machen würde. Keine Aufzeichnung, ganz, ganz wichtig. Denn das war gerade zu Anfang der Pandemie noch praktisch unmöglich. Und dann haben wir drei weitere Level, bei denen eben dezidierte Software zum Einsatz kommt. Level 1 ist eine Kamera, die möglicherweise aufzeichnet und wo überwacht wird, welche Webseiten surft denn die Person an. Und da sieht man schon, die Software, die da installiert werden muss, auf den Rechnern der Studierenden möglicherweise bei Fernprüfungen, ist Spyware. Das muss man ganz klar sagen, die erfüllt alle Merkmale von Spyware, nur dass die Studierenden wissen, dass sie sich da Spyware installieren. Aber die Funktionen sind die Funktionen von Spyware. Das heißt, man muss sicherstellen, dass da nichts bleibt auf dem Rechner, dass die wirklich wieder rückstandsfrei deinstalliert und so weiter. Der Aufwand ist relativ hoch. Level 2 ist dann immer noch nur eine Kamera. Da wird aber mehr gelockt, eben nicht nur die Website, sondern auch die Software, die dann da eben also geöffnet wird. Möglicherweise gibt es dann auch einen Computer-Lockdown. Das heißt, also der Computer wird gesperrt, bestimmte Dinge sind nicht mehr möglich am eigenen PC und auch hier eben gegebenenfalls mit Aufzeichnung, sodass dann im Nachhinein überprüft werden kann. Und drittens, Proctoring dann mit zwei Kameras, da wird alles aufgezeichnet, was sich überhaupt auf dem Computer abspielt und auch da wird dann wieder möglicherweise aufgezeichnet. Warum steht bei der Aufzeichnung überall gegebenenfalls?
Die Datenschützer und auch die Juristerei ist sich noch nicht ganz so sicher, wie notwendig die Aufzeichnung eigentlich ist. Denn man kann sich sehr gut ein Live-Proctoring vorstellen, wo die Software Lehrende im Live-Setting unterstützt und sagt, da, ich habe gerade einen Verdacht, schalt da mal rein. Also guck dir bei den Studierenden ein bisschen näher an. Und das muss man, da muss keine Aufzeichnung stattfinden, das geht auch live. Gerade weil wir zur Beweissicherung lediglich die Aussage der Lehrenden brauchen, die Person hat getäuscht. Also wir müssen nicht Dinge sicherstellen, wir müssen keine Screenshots sicherstellen. Es reicht, wenn die PrüferInnen zum Schluss kommen, die Person hat getäuscht, dann ist die Prüfung vorbei. Fertig. Kann man auch nichts machen. Und insofern ist die Aufzeichnung kritisch. Wird auch weiterhin kritisch gesehen. Es gibt dieses Gutachten von der Rechtsinformationsstelle hier in Nordrhein-Westfalen. Das sagt immer noch, Aufzeichnung ist nicht geprüft, wird häufig gemacht, aber unklar, ob das tatsächlich erfolgen darf oder nicht. Interessant ist, dass ganz viele Hochschulen über Proctoring nachdenken. Es gibt inzwischen auch Landesverordnungen. Wir haben es gerade gehört. Ich glaube, die Bayern lassen es inzwischen zu, Rheinland-Pfalz lässt es zu, die Hessen haben auch eine Verordnung erlassen, die sehr, sehr stark der Bayerischen gleicht. Auch in NRW gibt es jetzt eine Verordnung, die das ermöglicht. Also insofern, wir haben Optionen, aber an ganz vielen Stellen wird über das Proctoring gar nicht im Rahmen von Fernprüfungen gesprochen, sondern von Präsenzprüfungen. Das heißt, diese Software soll auch in der Präsenz eingesetzt werden. Warum? Wir haben es gerade gesehen, bei den Prüfungssälen, am Beispiel der ETH Zürich, da sind die Prüfungsplätze der Studierenden praktisch nicht mehr einsehbar. Wenn da jemand irgendwas auf dem Tisch liegen hat, das kann man nicht sehen. Und wenn man da eben Software hat, die dabei hilft, die Studierenden auch in der Präsenz zu überwachen, halten das ganz viele Prüfungsaufsichten für eben extrem sinnvoll. Das heißt, das Online-Proctoring ist unabhängig von der Fernprüfung und wird auch für Präsenzprüfung deutlich ins Auge gefasst. Es gibt dann eine Studie, das ist die hier, die ich euch gerade hier gezeigt habe, dieses White Paper Online Proctoring. Die kommt die teilt das mal so ein bisschen auf. Okay. Der Wichtigkeit und eben des Risikos. Und da wird dann eben gesagt, an welchen Stellen, für welche Arten von Prüfungen eignen sich denn welche Level? Das heißt, wie wichtig ist das Ergebnis, wie wichtig ist es für die Hochschule, dass das, was dort fällt, dass die Leistung, die dort festgestellt wird, eine reale Leistung ist und wie hoch ist das Risiko, dass dort getäuscht werden kann. Und abhängig von der Einschätzung werden dann bestimmte Prüfungs- oder Proctoring-Formate erwähnt und ganz relevant ist eben einmal hier oben links, wo dann steht, gar keine Überwachung notwendig bei Selbstprüfungen, dann haben wir hier so irgendwie schräg so in der Mitte, haben wir dann die verschiedenen Level. Wir haben aber auch drei Kombinationen von Wichtigkeit und dem Täuschungsrisiko, wo ganz klar gesagt wird, da macht eine Prüfung im Fernkontext nicht viel Sinn, weil da erstens das Täuschungsrisiko sehr hoch ist und auch die Bedeutung für die Gesellschaft, wenn ein Studierender sich eine Leistung erschleicht, sehr, sehr hoch ist. Gerade eben bei Tests mit ja, zivilen Effekten, zum Beispiel sowas wie die Bauingenieure oder auch MedizinerInnen, da sollten wir sicherstellen, dass die wirklich das können, was sie da gelernt haben. Open Exams als Format beginnen schon in den 60er Jahren. Und deshalb wollen wir uns mal die Open Exams anschauen und an der Stelle mal schauen, warum die Idee erstens nicht ganz neu ist und wie es denn seit 1961 eigentlich mit den offenen Prüfungsdurchführungen in Deutschland gehalten worden ist. Zuerst mal müssen wir eine Begriffsdefinition haben und das Video läuft, deswegen können wir direkt reinstarten. Die offenen Prüfungsdurchführungen sind abzugrenzen von den Closed Book Exams, CBE. Da geht nichts. Die Studierenden dürfen keinerlei Hilfsmaterialien verwenden, außer solchen, die von der Prüfungsleitung gestellt worden sind. Zum Beispiel Formelsammlungen. Also wenn man eine Formelsammlung rausgibt als Prüfungsaufsicht, dann ist das immer noch ein Closed-Book-Exam. Dann gibt es die Cheat-Sheet-Exams. Das ist von ganz vielen Lehrenden ein sehr beliebtes Format. Da sollen Studierende selbst
ja, Täuschungsmaterialien anfertigen, also Spickzettel sozusagen. Ich habe das immer als Klausurhilfen bezeichnet. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, bis ich mich mal mit der empirischen Evidenz beschäftigt habe und gesehen habe, die ganzen Hoffnungen, die ich darin gesetzt habe, die erfüllen sich eigentlich an gar keiner Stelle. Das sehen wir aber gleich. Da machen also Studierende, fassen ihren Lernstoff zusammen und zwar so, dass sie meistens eine begrenzte Anzahl von A4-Zetteln mit in die Klausur nehmen dürfen. Da dürfen sie alles drauf schreiben, was sie wollen. Und dann können sie damit arbeiten. Und die Hoffnung, die viele Lehrende eben damit verknüpfen, ist, wenn die Studierenden sowas selber machen, dann erarbeiten sie sich das Material ja direkt schon. Und dann brauchen sie das Cheat Sheet gar nicht mehr. Und man sieht auch, bei den Leuten, die das wirklich selber machen, stimmt das auch. Also die Erfahrung der Studierenden ist, diejenigen, die sich ernsthaft mit der Erstellung dieses Cheat Sheets beschäftigt haben, die gucken da praktisch gar nicht rein, weil sie es eben nicht brauchen. Aber wir sehen gleich ein bisschen empirische Evidenz. Dann haben wir die Open Book Exams. Das ist etwas, was auch vor der Pandemie manchmal in Deutschland schon vorhanden war. Da dürfen Studierende dann wirklich Lehrbücher oder ausgewählte Materialien mit in die Klausur nehmen. Sie müssen das nicht, aber sie dürfen. Das heißt, man sagt, sie können folgende Lehrbücher mit reinnehmen und zusätzlich noch das Skript zur Vorlesung oder so. Das ist das Open Book Exam. Und dann gibt es die Open Web Exams, wo man sagt, nutzen Sie, was Sie wollen, bis auf synchrone Kommunikationstools. Das heißt, Sie dürfen sich nicht live austauschen mit anderen Studierenden während der Prüfung. Alles andere dürfen Sie machen. Und wenn man sich das mal anschaut, diese 4 Definitionen, dann sieht man, dass Prüfende relativ weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten bei der Auslegung dieser Durchführungsformate haben. Man kann diese zugelassenen Hilfsmittel, die durch Studierende selbst mitgeführt werden dürfen, vollkommen beliebig einschränken, erweitern, festlegen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber die Vorgaben der Prüfungsordnungen setzen unter Umständen Grenzen, denn es gibt Prüfungsordnungen, die eben sehr konkret vorsehen und festlegen, welche Hilfsmaterialien denn mitgeführt werden dürfen. Ich habe die hier nochmal aufgeschrieben. Es gibt standardisierte Hilfsmittel, individuelle Hilfsmittel. Das sind vor allem bei den Cheat-Sheet-Exams oder auch die interaktiven Hilfsmittel, so eine Google-Suche, eine Datenbank. Also alles, was eben nicht zur aktiven, synchronen Kommunikation dient. Und da sind wir dann tatsächlich auf der Ebene der Redefinition. Wenn man eigene Materialien mitnehmen darf und gerade das Web benutzen darf für eine Prüfung, dann haben wir plötzlich die Möglichkeit, Aufgaben zu schaffen, die vorher vollkommen unmöglich waren. Wenn man einfach alle Tools nutzen darf, die das Netz bereitstellt, da kann man aus dem vollen Horn der Kompetenzorientierung schöpfen. Entsprechend sind die Erwartungen hoch, die mit diesen offenen Durchführungsformaten verknüpft werden. Also man sagt, die Aufgaben verschieben sich auf höhere Kompetenzebenen. Einfach deshalb, weil es keinen Sinn mehr macht, Wissen abzuprüfen, denn das ist sehr schnell nachgeschlagen. Es wird immer wieder dargelegt, dass gerade dann die Parametrisierung von Prüfungen, also das individuelle Ausgestalten oder auch Auswählen von Prüfungsaufgaben hier praktisch eine der ganz wesentlichen Methoden ist, um einer Täuschung dann an der Stelle auch eben vorzubeugen. Man muss bei all diesen Parametrisierungen auch sehen, die Naturwissenschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler, die können gut davon sprechen. Wenn wir uns aber die Geisteswissenschaften angucken, die Sozialwissenschaften, da glaube ich, wird das sehr viel schwieriger mit der Parametrisierung. Also in der Psychologie, in der Statistikklausur kann man sehr gut parametrisieren. Eine Prüfung zur allgemeinen Psychologie, wo es um Hirnfunktionen geht, ist sehr schwierig zu parametrisieren. Da würde man dann eher auf verschiedene Aufgabenpools gehen. Man hofft, dass diese Open-Book-Prüfungen authentischer sind, gerade bei den Open-Web-Prüfungen. Was machen wir denn alle, wenn wir irgendwas nicht wissen? Ja, wir bemühen die Suchmaschine unserer Wahl. Warum sollte man das nicht auch während einer Klausur tun dürfen? Und man sagt, vermutlich entspricht das Constructive Alignment. Denn wenn wir die Lernziele so definiert haben, dass sie dem späteren Arbeits- oder Forschungsalltag der Studierenden entsprechen, dann ist dieser Arbeits- und Forschungsalltag digital. Dann arbeitet der mit Suchmaschinen, mit Datenbanken und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man die doch auch in der Prüfung abbilden. Also insgesamt hohe Erwartungen. Im digitalen Semester total oft eben verwendetes Mittel. Das Problem dabei ist, dass die Studierenden oft wenig Erfahrung damit haben. Gerade das Recherchieren in Büchern, das muss geübt werden. Es gibt Studierende, die kommen in
in solche Prüfungen und haben noch nicht ein einziges Mal ihr Lehrbuch angeguckt. Trotzdem nehmen sie das Lehrbuch mit und erwarten dann, dass sie unter Stress und Zeitdruck in einer Prüfung in der Lage sein werden, offene Fragen aus dem Lehrbuch zu beantworten, in das sie noch nie reingeschaut haben. Das ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Die Eignung ist natürlich vor allem auf höheren Kompetenzebenen anzusiedeln. Das ist keine Hoffnung, das ist keine Erwartung, das ist so, das lässt sich auch nachweisen. Und was wir sehen, die prüfungsdidaktische Qualität der Klausuren steigt. Prüfer strengen sich mehr an, ganz klar. Weil wir natürlich dem Täuschungsversuch, der durch reines Nachschlagen dann eben entsteht, der ja kein Täuschungsversuch mehr ist, sondern erlaubt, dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Was sehen wir? Bei Closed-Book-Exams ist die Vorbereitungszeit und Qualität höher. Studierende bereiten sich auf Closed-Book-Exams intensiver vor. Die verändern aber nicht ihre Lernstrategien. Das heißt, die lernen genauso wie vorher. Es ändert sich gar nichts dadurch, dass die wissen, ich kann ein Buch mitnehmen oder ich kann das Netz benutzen. Die üben nicht die Literaturarbeit. Es gibt natürlich Studierende, die ihre Bücher annotieren und so weiter. Die machen das aber auch ohne. Man sieht, dass es eher bessere Prüfungsleistungen bei Open-Book-Exams gibt als bei Closed-Book-Exams. Dass die Prüfungsleistungen bei Closed-Book-Exams höher sind als bei Open-Book-Exams, natürlich einfach deshalb, weil Studierende oft unerfahren sind. Und wenn die sich darauf verlassen, dass die ja in der Prüfung nachschlagen können, dann sind sie oft verlassen. Wir sehen aber, dass dann, wenn Studierende sich ordentlich vorbereitet haben, die beiden Prüfungsvarianten eine vergleichbare psychometrische Qualität erreichen. Das heißt, wenn wir das prüfen, was wir prüfen wollen, dann gelingt das mit beiden Formaten vergleichbar gut. Es gibt praktisch keine Unterschiede bei Stress und Prüfungsangst. Das heißt, die Studis haben genauso viel Schiss vor der Prüfung, wie wenn wir eine Closed-Book-Prüfung machen, als wenn wir sagen, ihr dürft alles benutzen. Das ändert praktisch gar nichts. Und in der Prüfungssituation selber ändert es schon mal überhaupt nichts. Wir sehen, dass bei den offenen Prüfungsformaten eine längere Bearbeitungsdauer passiert und dass dadurch die Leistungen maximal gleich bleiben. Das Nachgucken hilft fast nichts. Selbst dann, wenn man 20 Minuten mehr gibt, werden die Leute nicht besser, dadurch, dass sie nachschlagen können. Das heißt, das Nachschlagen selber hat praktisch keinen Effekt. Das liegt natürlich auch daran, dass Studierende das oft vorher gar nicht einüben. Trotzdem, wenn man sie fragt, lieber Closed Book oder lieber Open Book bzw. Open Web, dann entscheiden sich Studierende fast immer für die offene Prüfungsvariante, weil sie glauben, dass es helfen würde. Aber es stimmt eben nicht. Und das müssen wir als Lehrende ganz klar berücksichtigen. Wir müssen sowas üben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dann vielleicht nochmal ganz speziell zu den Cheat-Sheet-Exams. Es gibt keinerlei Vorteile zu Closed-Book-Prüfungen bei Cheat-Sheet-Exams. Diese Erwartungen, die auch ich als Lehrender hatte, als ich vor Jahren damit angefangen habe, lösen sich in keiner Weise ein. Dass die Studierenden ein Cheat-Sheet mitnehmen dürfen, ändert nichts. Und das liegt daran, dass die Guten, die das Cheat-Sheet selber erstellen, sind auch ohne das Cheat-Sheet gut. Und die nicht so leistungsstarken Studierenden, die kopieren das Cheat-Sheet eher, als dass sie es selber machen. Weil sie eben sicher gehen wollen, dass sie selbst keinen Fehler machen bei der Erstellung und deswegen nehmen sie lieber das Cheat-Sheet anderer Leute und denken, damit kann ich auch gut arbeiten. Klappt aber nicht. Die Vorbereitungszeit steigt natürlich, gerade bei den Studierenden, die das ernsthaft unternehmen. Aber man muss ganz klar sagen, die Cheat-Sheet-Exams haben einen Vor- und einen Nachteil. Der vermutete Stress bei Studierenden ist kleiner als bei Closed-Book-Exams, aber er ist deutlich höher als bei Open-Book- und Open-Web-Exams. Zumindest in der Erwartung. Also wenn man Studierende fragt, was erwartet ihr denn? Prüfungsangst, Stress, ist es kleiner bei den Open-Book? Dann sagen wir ganz klar ja. Wenn man es dann tatsächlich im realen Kontext prüft, sieht das oftmals anders aus. Da ändert sich nicht viel an der Stressbelastung. Ganz wichtig ist, dass es aus der Literatur keinen Hinweis auf vermehrte Täuschungsfälle gibt, und zwar in allen Varianten. Nur deshalb, dass man das Web aufmacht, sind die Studierenden nicht plötzlich geneigt, viel mehr zu täuschen als vorher. Das ist für mich erstmal nur eine sehr, sehr gute und auch erleichternde Geschichte. Vielleicht noch einen ganz kurzen Blick nach Übersee in den USA. Deswegen sind auch die meisten der Artikel, die ich euch hier mitgebracht habe, aus den USA. Da wird schon sehr viel länger Open Book und Open Web geprüft. Das ist eine sehr, sehr etablierte Prüfungsvariante. In Deutschland war das lange verpönt, bis auf die Cheat-Sheet-Exams, möglicherweise auch die Open Book-Exams. Dass man aber das Web benutzen durfte, ist vollkommen ausgeschlossen. Das hat sich stark verändert im Rahmen der Corona-Pandemie. Und ich hoffe, dass sich das auch erhalten wird.
weil wir sehen, dass die Open Book und Open Web Exams tatsächlich zu einer Verbesserung der Prüfungsdidaktik führen. Das heißt, die Verbesserung ist gar nicht so sehr auf Seiten der Studierenden, aber die Studis kriegen bessere Prüfungen von uns. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr guter Nebeneffekt dieser offenen Prüfungsdurchführung. Und wenn man dann auch noch mit den Studierenden während des Semesters trainiert, wie sie sich in der stressigen Prüfungssituation auch im Web bedienen können, wenn man mit ihnen Suchstrategien einübt und so weiter, dann sieht man sogar, dass dann plötzlich solche Prüfungsformen auch ihr volles Potenzial entfalten. Aber wie gesagt, Constructive Alignment, das muss man üben und da entsteht wieder mehr Aufwand für uns Lehrende, weil wir uns dann an der Stelle nicht mehr nur auf die Fachinhaltevermittlung während des Semesters konzentrieren können, sondern wir müssen eben auch den Studierenden noch nahebringen, wie sie denn mal eine Google-Suche durchführen, denn das ist gar nicht mal so einfach. Also insofern auch hier wieder erhöhter Aufwand für uns als Lehrende, sowohl bei der Prüfungsstellung als auch bei der Prüfungsvorbereitung, aber es lohnt sich, weil die Prüfungsqualität steigt und wir können einfach höhere Kompetenzebenen adressieren.